Hallo, ich begrüße dich zu meinem Podcast Soul Dogs, dein Podcast fürs Herz und für deinen Hund. Ich bin Tina Schwarz, ich bin Verhaltenstherapeutin und Coach für Menschen mit Hunden und heute habe ich eine Folge für dich vorbereitet, die mir irgendwie aufgeploppt ist in der letzten Zeit immer öfter aufgrund von Reaktionen, die von euch gekommen sind auf die Videos zu meinem Clever & Soul Workshop. Und zwar gab es da immer wieder die Reaktion, dass ihr gedacht habt, dass ich dort wohne, wo wir das Ganze aufgenommen haben, was leider nicht der Fall ist. Und der Grund, warum ihr das gedacht habt, war, dass meine Hunde dort so entspannt ausgesehen haben und sich dort so bewegt haben, als wenn sie schon immer dort gewesen wären. Und Tatsache ist aber, dass wir dort nur 3 Tage gewesen sind und meine Hunde sich dort, wie auch fast überall woanders, zum ersten Moment dann ziemlich wohlgefühlt haben und sich relativ entspannt bewegen können. Und das ist ein Feedback, was ich zu meinen Hunden immer wieder bekomme, wie entspannt die einfach sind an sich und auch miteinander. Und genau deshalb habe ich für heute eine Folge aufgenommen mit dem Titel Das Geheimnis entspannter Hunde. Und ich würde gerne in dieser Folge mit dir die wichtigsten Kernpunkte teilen wollen, weshalb meine Hunde so sind, wie sie eben sind, ohne dass wir, um das zu erreichen, irgendwie Grundgehorsam geübt hätten. Sitz, Platz, Fuß, was auch immer, vieles davon kennen meine Hunde tatsächlich gar nicht. Ich wünsche dir bei der Folge ganz, ganz viel Spaß. Ich hoffe, dass dort einige Erkenntnisse für dich bereit sind. Und denk dran, super gern abonnieren, bewerten, kommentieren, was auch immer. Das Geheimnis entspannter Hunde. Es gibt keins. Es gibt kein Geheimnis. Tatsächlich ist das alles gar nicht geheim, in meinen Augen zumindest. Und ich glaube auch, dass es viele Menschen das sogar wissen, es im Alltag nur einfach noch nicht so gut umgesetzt bekommen. Und ich habe mal so die wichtigsten Punkte aufgeschrieben oder zusammengefasst. Ich habe mal so überlegt, was waren die wichtigsten Punkte oder sind die wichtigsten Punkte, weshalb meine Hunde relativ easy durchs Leben gehen. Das heißt nicht, dass wir keine Schwierigkeiten hätten. Ne? Also Wild ist bei uns absolutes Thema und auch Hundebegegnungen sind bei uns bei einem unserer Hunde auch immer noch Thema. Immer noch, weil wir es aber einfach auch nicht üben, weil wir nicht oft Hundebegegnungen haben und es für mich dadurch der Schuh da nicht so drückt. Ja, aber genau. Ansonsten im Großen und Ganzen sind die sehr, sehr easy unterwegs, sind in der Wohnung extrem ruhig, sind auch draußen im Großen und Ganzen ruhig, wenn sie nicht gerade mal irgendwie durchdrehen. Und sie machen einfach einen entspannten und zufriedenen Eindruck. Und ich denke, dass es nicht nur der Eindruck ist, sondern mein Gefühl ist, dass sie auch ziemlich entspannt und ziemlich zufrieden sind. Und die Punkte, die dort einfach sehr wichtig für mich sind oder für meine Hunde sind, damit sie jetzt eben genauso wirken, wie sie eben wirken oder leben, wie sie leben, sind, was habe ich zusammengefasst, 3 Stück, 3 große Oberpunkte sozusagen. Was ist wichtig, damit Hunde sich entspannen können, damit Hunde entspannt durchs Leben gehen können. Und der wichtigste Punkt überhaupt, der Oberpunkt überhaupt, ist Sicherheit. Ja, also dein Hund oder ein Hund sollte sich sicher fühlen. Er sollte möglichst wenig Ängste haben und wenn er Ängste hat, sollte daran gearbeitet werden beziehungsweise sollten ihm Strategien beigebracht werden, wie er damit besser umgehen kann, damit er sich nicht mehr hilflos fühlt. Ja, also dass er einfach lernt, was kann ich tun, wenn ich in diese Situation komme, um mich eben nicht hilflos oder ausgeliefert zu fühlen, damit die Angst eben nicht so stark wird, dass sie das Verhalten kontrolliert. Und da gibt es verschiedene Optionen. Etwas, was meine Hunde von Tag 1 an immer kennenlernen, ist die Sicherheitszone, dass sie einen Ort haben, an dem sie wissen, an dem ihnen nie irgendetwas passiert. Der Ort wird auch dann mit verschiedenen Emotionen und Hormonen tatsächlich auch aufgeladen, dass der so wirksam ist, dass der im besten Fall fast alles an Emotionen umkehren kann, sobald der Hund an diesem Ort angekommen ist. Dann immer die konditionierte Entspannung, hörst du von mir wahrscheinlich nicht zum ersten Mal. Außer du hörst heute zum ersten Mal eine Folge, aber ansonsten konditionierte Entspannung ist bei meinen Augen einfach ein wahnsinnig mächtiges Tool, das
oft absolut unterschätzt wird, das natürlich im Aufbau und auch im Erhalt gepflegt werden möchte, dann aber so krass unterstützen kann in allen möglichen Situationen. Wie zum Beispiel, wenn ich in Urlaub fahre und an einem neuen Ort ankomme und mein Hund das dort noch nicht kennt. Oder wenn ich zum Tierarzt muss. Oder wenn ich meinen Hund alleine lassen möchte. Oder wenn wir vielleicht von draußen reinkommen und es war einfach total anstrengend, der Spaziergang, weil wir total blöde Begegnungen hatten oder was auch immer, dass der sich einfach schnell wieder runterreguliert. Oder wenn es gewittert, wenn Silvester ist. Oder wenn ich staubsaugen muss. Oder wenn ein neuer Hund einzieht. Oder wenn eine Familienparty ist, Kindergeburtstag, was weiß ich. Also du merkst, also ich kann diese Liste endlos weiterführen. Weil konditionierte Entspannung echt eigentlich in fast jeder Situation echt hilfreich ist, in der der Hund Schwierigkeiten bekommt. Ja. Und dann mein dritter Unterpunkt zum Thema Sicherheit ist Erwartungssicherheit. Und Erwartungssicherheit kann man auch schon wieder aufdröseln, so auf mehrere Punkte. Nicht? Es gibt Erwartungssicherheit in Bezug auf den Alltag, dass der Hund einfach weiß, was wann wie ist und sich darauf verlassen kann. Und da gehört für mich auch die Fütterung dazu, dass mein Hund weiß, er bekommt wenigstens einmal am Tag zu einer bestimmten Tageszeit, ja, es muss ja nicht eine feste Uhrzeit sein, aber im Tagesablauf drin quasi, bekommt der eine Mahlzeit einfach nur zur freien Verfügung hingestellt und muss nichts dafür tun. Oder Erwartungssicherheit in Bezug auf seinen Menschen zum Beispiel. Dass mein Hund einfach weiß, wie ich bin und ich bin immer gleich, was natürlich nicht stimmt, weil ich bin ja kein Roboter. Aber das, was mir extrem wichtig ist in Bezug auf meinen Hunden, ist, dass ich auf bestimmtes Verhalten möglichst ähnlich reagiere. Dass sie einfach wissen, wenn sie etwas Bestimmtes tun, folgt etwas anderes. Sodass sie das von vornherein einfach gut einordnen, gut abschätzen können. Dazu gehört für mich auch Manipulation. Ja, dass wenn ich mein verstorbener Beagle zum Beispiel, der hatte früher ganz doll Angst vorm Hochheben. Ich musste ihn aber manchmal hochheben, um ihn ins Auto zu packen oder was auch immer. Und das haben wir einfach auf Signal geübt, dass er wusste, wenn ich dieses Wort sage, das ist wie eine Ankündigung gewesen. Und ich wies ihn, das war eine Ankündigung. Wenn ich hoch gesagt habe, wusste er, ich hebe ihn jetzt hoch und danach passiert was Gutes. Oder, lass mich kurz überlegen, wo haben wir noch Ankündigungen? Wir haben auch Ankündigungen beim An- und Ableinen der Hunde oder beim An- und Ausziehen der Hunde, dass wir vorher sagen, anziehen oder ausziehen und dann wissen sie, was passiert. Unsere Hunde fanden das früher nicht so cool, dass denen das Geschirr über den Kopf gezogen wird. Und jetzt ist das kein Thema mehr. Wenn ich sage anziehen, stecken die den Kopf schon von selber durch. Das habe ich denen so nie beigebracht. Ich habe es eigentlich nur als Ankündigung genommen. Und jetzt wissen sie, ach, anziehen heißt Kopf durch, alles klar. Und wenn ich ausziehen sage, kommen sie angetippelt, stellen sich hin und warten, dass ich das Geschirr ausziehe. Das heißt, die stehen dann nicht mehr da und denken sich in dem Moment, was macht die jetzt mit ihrer Hand, sondern die wissen, was ich mache, weil ich es ihnen einfach vorher gesagt habe. Und ja, wahrscheinlich ist das auch schon klar jetzt im Zusammenhang damit, aber was natürlich auch super wichtig ist für Sicherheit, ist ein freundlicher Umgang. Meine Hunde sollen keine Angst vor mir haben. Nie. Dass ich vielleicht einmal im Jahr jemanden hier aus Versehen auf die Pfote trete, kann passieren, ja, kommt bestimmt vor. Dass ich sie schimpfe, sie strafe, was auch immer, kommt nicht vor. Es gibt ganz seltene Situationen, in denen mein Nervenkostüm total dünn ist und was richtig Blödes passiert. Vor einer Weile zum Beispiel auch Kacksituation hier in der Stadt und so Häuserecke. Ja, also es war so eine Ecke und ich kam von der einen Seite und war quasi noch so einen Meter von der Ecke, von der Kreuzung entfernt und dann kam dort jemand mit Hund raus. Und was ich noch geschafft habe, war zu sagen, oh Scheiße. So. Und dann ist der Bisi nach vorn gesprungen, bellend und hat dabei den Piku geschubst und Piku ist gestürzt. Und mein Piku hatte mal einen ganz schweren Autounfall. Das heißt, er ist auch nicht mehr gut zu Fuß und so eine Stürze können für ihn richtig, richtig doof sein. Ein gesunder Hund wäre gar nicht gestürzt. Und das sind so Situationen, wo ich dann natürlich, ist nicht in Ordnung und das freut mich auch nicht und im Nachhinein kotze ich über mich selber ab wie Sau.
ja, wo ich in dem Moment mit Bisi geschimpft habe, ganz kurz, damit er für einen kurzen Moment innehält und ich dem Pico beim Aufstehen helfen kann. Sowas passiert mir auch. Das heißt aber nicht, dass ich das in Ordnung finde. Ich finde das nicht okay, egal wie die Situation war. Ich hätte die Hunde ja auch einzeln nehmen können. Ja. Deshalb, das ist mir wichtig, dass du das verstehst, wie ich das meine, dass ein freundlicher Umgang für mich schon heißt, 24/7, 365 Tage im Jahr bin ich nett zu meinen Hunden und mache ihnen keine Angst. Das heißt nicht, dass ich das auch schaffe. Das heißt aber trotzdem, dass das mein Ziel ist. Und wenn das das Ziel ist, dann wird man da auch immer besser drin. Dann reflektiert man sich einfach öfter und wird dort immer besser drin und hakt das nicht ab, als ja, ist ja auch okay, wenn ich hier mal rumbrülle oder was weiß ich, ja. Genau. Mir ist das ja auch wichtig. Ich wünsche mir auch von meinen Hunden mir gegenüber einen 24/7, 365 Tage im Jahr freundlichen Umgang. Ja, ich will auch nicht, dass sie mich alle 2 Tage anknurren oder so. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Ich möchte, dass sie nett zu mir sind, also bin ich nett zu denen. Und das spielt bei mir in dem Punkt Sicherheit und Erwartungssicherheit einfach extrem rein. Ja, wenn ein Hund einen immer wieder harschen Umgang kennt, situationsbedingt oder durchgängig, dann wird er das natürlich auch widerspiegeln. Ja, und wenn er das nicht kennt, ist es deutlich unwahrscheinlicher, dass er das spiegelt. Und wenn er es spiegelt, findet man nette Wege, um ihm auch dort zu zeigen, dass es auch eine andere Lösungsstrategie geben kann. Der zweite große Punkt, wenn es darum geht, also was wichtig ist, damit Hunde sich entspannen können. Also der erste war Sicherheit in seinen einzelnen bisschen so aufgedröselten Unterpunkten. Und der zweite große Punkt ist Selbstwirksamkeit. Es ist wichtig, dass unsere Hunde ihren Charakter entfalten dürfen. Und es ist wichtig, dass unsere Hunde merken, dass ihre Stimme etwas wert ist und dass sie gehört werden. Es ist extrem wichtig, denn nur dann kann man sich natürlich wohlfühlen, wenn man das Gefühl hat, dass die Meinung nichts wert ist und dass es allen anderen im Umfeld auch egal ist, ob man das jetzt möchte oder nicht, und das regelmäßig, dann ist man unzufrieden. Und wenn man unzufrieden ist, ist es tendenziell eher schwierig, entspannt und sicher, also und zufrieden zu sein. Ja, das funktioniert nicht. Deshalb Selbstwirksamkeit. Und Selbstwirksamkeit bedeutet letzten Endes, dass man es schafft, die Bedürfnisse seines Hundes nicht nur zu beobachten, sondern sie auch zu beachten. Auch wenn das mal bedeutet, dass ich mein Bedürfnis gerade zurückstellen muss. Dass ich vielleicht jetzt hier noch eine Minute länger warten muss, bis mein Hund soweit ist, weiß nicht, weiterzugehen oder so. Ja. Auch da, denk dran, ja, also wenn es jetzt darum geht, mein Hund steht auf der Straße und wird gleich überfahren, das ist was anderes, als wenn ich schon auf dem Grundstück angekommen bin am Haus und mein Hund möchte aber gerade gern noch eine Minute kurz draußen was schnüffeln. Dann kann ich ja auch noch warten oder schon mal reingehen. Da kann ich dem das ja ermöglichen. Ja? Also, dass man im sicheren Rahmen, in dem Rahmen, in dem man die Freiheit von anderen nicht einschränkt und die Sicherheit von sich und seinem Hund nicht gefährdet, in diesem Rahmen dem Hund auch mal die Möglichkeit gibt, nach seinem Ermessen die Entscheidungen zu treffen und dort zu spüren, dass er gehört wird, dass er gesehen wird und dass er mit seinem Verhalten die Situation eigenständig für ihn verändern kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Und du wirst merken, wenn du mal darauf achtest, dass es viel, viel, viel mehr Situationen im Alltag mit deinem Hund gibst, als du glaubst, bei denen du ihm auch mal eine Entscheidung überlassen kannst. Bei denen du dir mal ein bisschen mehr Zeit nehmen kannst. Oft ist das so, dass wir so gehetzt durch den Alltag rennen, irgendwie von Termin A zu Termin B, und dann haben wir das auch irgendwie so im Kopf, dass so Gassi gehen heißt, ich laufe eine Runde und ich muss die ja auch beenden und so. Ja, und weiß nicht, auch noch so viele andere Sachen, was dann so schon wieder Hundeerziehung ja angeht. Ne? Irgendwie, der muss weitergehen, wenn ich weitergehe, ich sag, wo es lang geht und nicht mein Hund und bla bla bla, was weiß ich. Und wenn du da mal tatsächlich tiefer reingehst oder einfach mal schaust, wo kann ich dem denn jetzt hier auch einfach mal was zugestehen, dass er das entscheiden kann? Du wirst merken, wie dein Hund das sehr, sehr dankend annimmt und sich direkt in eurer Beziehung etwas verändert und dein Hund sich verändert. Das heißt nicht, dass das Problem, was du vorher hattest, dann plötzlich weg ist. Ja? Wenn dein Hund Hunde ankläfft, kläfft er die Hunde immer noch an.
Das bedeutet aber, dass dein Hund sich wahrscheinlich deutlich wohler fühlen wird bei dir und im Zusammenleben mit dir und es dadurch oft auch leichter wird, dann an den Begegnungen zum Beispiel zu arbeiten. Und etwas, was auch noch zur Selbstwirksamkeit gehört, ich mir aber separat aufgeschrieben habe sozusagen für diese Folge, weil ich es extrem wichtig finde, sowohl in der Mehrhundehaltung als auch wenn man nur einen Hund hat und quasi ein Hund-Mensch-Gefüge hat, in dem es ja auch immer Konflikte gibt, ist wirklich der wichtigste Oberpunkt überhaupt für mich, Konflikte freundlich lösen lernen. Meine Hunde wären nicht so entspannt und zufrieden, wie sie es sind, wenn die sich hier jeden Tag anfletschen, anknurren würden, was auch immer. Oder Hund A gelernt hätte, dass Hund B in der Situation fletscht, wenn er jetzt irgendwas macht und es deswegen nicht macht, aus Angst vor dem Hund. Das ist dasselbe, weshalb es so wichtig ist in meinen Augen, dass wir zu unseren Hunden freundlich sind. Ich möchte nicht, dass meine Hunde situationsabhängig oder rund um die Uhr Angst vor mir haben. Und genauso wenig möchte ich, dass meine Hunde situationsabhängig oder rund um die Uhr Angst vor einem der anderen Hunde haben. Mir persönlich ist das extrem, und das meine ich ernst, extrem wichtig, dass sich hier jeder Hund und jeder Mensch frei entfalten kann, ohne die Freiheit eines anderen einzuschränken. Und das ist immer nicht ganz so einfach und muss man echt immer gucken hier und da. Das heißt aber nicht, dass das nicht geht. Und ich bringe vielleicht mal so ein paar Beispiele, dann wird das bestimmt klarer. Der Pico liegt hier gerade im Wohnzimmer und dem sein Bett liegt so in der Nähe der Wohnzimmertür. Das ist auch eigentlich der schönste Ort für ihn. Deshalb möchte ich das Bett dort nicht wegräumen. Der Piku hat aber sehr, sehr lange gebellt, gefletscht, attackiert. Der ist nicht drauf auf die Hunde, aber so nach vorne gesprungen, ne, um die zu vertreiben, wenn sie an seinem Bett vorbeigegangen sind, weil der nicht wollte, dass sie in sein Bett kommen. So, die wollten ja gar nicht in sein Bett, die wollten ja bloß vorbei, damit sie ins Wohnzimmer kommen. So war die, hat der Piku nicht verstanden, der Piku hat die angekreischt. Und ich hätte das natürlich lassen können. Das hätte bedeutet, dass mindestens zwei meiner Hunde nicht mehr ins Wohnzimmer gekommen wären, aus Angst vor Piku. War auch eine Zeit lang so. Ich musste dann immer quasi so Geleitschutz gewähren und die mit reinnehmen. Dann ging das. Einzeln haben sich, allein haben sich nicht reingetraut. Oder es hätte bedeutet, oder ich hätte den Piku zusammenstauchen können, dass er das lassen soll. Dann hätten die anderen sich wohl gefühlt, der Piku aber in der Situation nicht, weil sein Konflikt ja immer noch da ist und er dann bloß nicht gebellt hätte, aus Angst davor, was ich dann mache. So, will ich ja auch nicht. Ja. Das heißt, ich wollte gern, dass der Piku sich wohlfühlt, also sein Bedürfnis nach, bitte komm jetzt nicht in mein Bett, gestillt wird. Ich wollte aber auch, dass die anderen Hunde sich ganz entspannt hier und frei hier bewegen können und in das Wohnzimmer rein und rausgehen können, wie sie gerade möchten. Und das ist so ein Punkt, da üben, dass die Hunde lernen, diesen Konflikt, der da ist und der jeden Tag da ist, bis heute, freundlich zu lösen. Mit dem Piku habe ich es über verschiedene Trainingsschritte ganz gut gemacht. Der macht inzwischen nichts mehr. Wir hatten aber letztens einen Tag, da war es sehr anstrengend für ihn aufgrund des Wetters und er war echt schlecht drauf. Da hat er abends dann doch einmal, der hat jetzt ein halbes Jahr nicht mehr gebellt, nochmal gebellt, als Wommi, glaube ich, reinkommen wollte. Und da stand Wommi auch ganz schockiert da, weil der das gar nicht mehr damit gerechnet hat. Ja. Das heißt, der Konflikt, das ist ganz deutlich da gewesen, der Konflikt ist für Piku immer noch da und als es ihm dort den Tag halt nicht so gut ging, war dieses Bedürfnis nach, komm hier nicht zu nah, war sehr, sehr groß. Ja. Und deshalb gehe ich davon aus, hat er da nochmal gebellt, was aber auch nicht heißt, dass ich da mit ihm schimpfen würde oder so, das mache ich nicht. Sondern ich übe mit ihm, was kannst du tun, wenn du in diese Situation kommst, um dich nicht blöd zu fühlen und die Hunde gehen im Bogen um sein Bett rum. Sie gehen nicht ran, sondern sie gehen rum. Und dadurch hat das inzwischen funktioniert es sehr, sehr gut. Es war auch tatsächlich nur diesen einen Abend und am nächsten Tag ging es ihm besser und dann war auch alles wieder gut. Ja. Oder ein anderer Konflikt, Essen, Ressourcenverteidigung. Der Bisi hat ja früher ganz massivst Futter verteidigt. Und mit massivst meine ich massivst. Ich habe immer keine Vorher-Videos, weil
ich A, in diesen Situationen meistens keine Zeit habe, weil ich muss mich kümmern, dass nichts passiert. Und B, ich das auch irgendwie nicht mag. Das ist vielleicht echt bescheuert, ich weiß nicht, aber ich mag es nicht, meine Hunde in so einem schlechten Licht darzustellen, wenn dann so über die geredet wird. Weil, nur weil, in meinen Augen, weil ein Hund Ressourcen verteidigt und dort in dieser Situation Aggressionsverhalten zeigt, ist das ja kein schlechter Hund oder so. Der ist total toll und der war auch schon immer total toll. Der hat halt einfach so seine Schwierigkeiten. Ja? Für mich gibt es auch keine Baustellen oder Probleme, sondern es gibt Potenziale. Es gibt einfach Situationen, die könnten besser laufen und da arbeiten wir dann dran. Genau, und deshalb mache ich halt irgendwie immer keine Vorher-Videos. Aber bei der Ressourcenverteidigung tatsächlich einfach, weil ich auch nie, also es war teilweise manchmal ja spontan und ich musste einfach mit allen Sinnen bei den Hunden sein, um dort zu üben, damit nichts passiert, ja, und auch aufzupassen am Anfang, damit nichts passiert. Und mit dem Bisi haben wir auch ganz viele verschiedene Sachen, also auch über verschiedene Trainingsschritte und je nach Situation dann auch ein bisschen unterschiedlich geübt. Und inzwischen ist das so, dass der Bisi Ressourcenverteidigung so gut wie gar nicht mehr zeigt. Es kommt in einer einzigen Situation vielleicht zweimal im Jahr vor. Und das ist, wenn er einen Kauartikel hat und die anderen vielleicht fertig sind oder einer der anderen fertig sind und dann in seine Richtung kommt. Und das Einzige, was Bisi dort jetzt macht, ist knurren. Und die anderen Hunde sind ganz cool, die gehen dann auch. Ja, die hören dann, oh, okay, gut, das ist jetzt keine gute Idee, dann hauen die einfach ab. Und dann ist auch wieder gut. Und das lasse ich auch laufen tatsächlich. Früher ist der Bisi auf die Hunde draufgegangen, sofort. Und nicht wegen dem Kauknochen, sondern wegen einer trockenen Nudel. Ja, so. Oder einem Krümelbrot. Also früher war das eine ganz andere Nummer. Und auch da habe ich eben geübt, dass er sein Bedürfnis von, ich möchte das hier behalten, das ist hier meins, ich will das nicht teilen, dass das beachtet wird und dass das auch befriedigt wird. Und natürlich aber auch das Bedürfnis der anderen Hunde nach Sicherheit, weil die wollten ja oft gar nichts von ihm. Oder wenn wir gegessen haben und die anderen wollten auch mit am Tisch sitzen, im Wohnzimmer sein, wie auch immer, dass ich auch das Bedürfnis dieser Hunde erfüllen konnte. Ja. Und ja, das ist schon so, wenn man in diese Richtung arbeitet, erscheint das am Anfang etwas aufwendiger und schwieriger und langwieriger. Und ja, oft ist das anstrengend. Absolut. Und wenn dann nochmal Rückschritte da sind, wird es umso anstrengender. Ja, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz lohnt sich das absolut. Denn dann hat man wirklich irgendwann Tag X, wo man sagen kann, das Thema ist durch. Ich brauche mich nicht mehr drum kümmern. Die sind so entspannt mit der Situation geworden. Ich brauche hier nichts mehr machen. Und dann bekommt man auch diese Entspannung, egal wo man ist. Dass die Hunde dann ziemlich zügig einfach wieder in ihrem Flow sind und sich sicher fühlen und sich wohlfühlen. Also ich fasse nochmal zusammen, Sicherheit ist eigentlich der Oberpunkt überhaupt. Und Selbstwirksamkeit und Konflikte freundlich lösen lernen. Ja, und Oberpunkt wahrscheinlich, aber gehört auch irgendwie zur Sicherheit dazu, ist der freundliche Umgang Mensch-Hund und auch der Hunde untereinander. Und dass wir dort unsere Verantwortung in die Hand nehmen, dass wir dort dafür sorgen, dass unsere Hunde es freundlich miteinander klären. Genau. Oder lösen. Nicht klären, lösen. Ich hoffe sehr, 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 dass hier ein paar Geheimnisse für dich dabei waren. Über entspannte Hunde. Genau, dass du einfach nochmal ein paar Ansätze mitnehmen konntest, ein paar Ideen mitnehmen konntest, vielleicht auch eine Erkenntnis hattest, wo du denkst, ach stimmt, das könnte ich ja noch oder das habe ich ja schon, deshalb hat das so funktioniert. Und ich freue mich natürlich wie immer riesig, wenn du mir irgendwie einen Kommentar hinterlässt auf Facebook oder Instagram unter dem Post zu der Folge oder auf YouTube. Bewerte super gerne meinen Podcast und wenn er dir gefällt, freue ich mich auch riesig darüber, wenn du ihn abonnierst. Denn dann verpasst du auch keine Folge mehr, bekommst nämlich immer rechtzeitig Bescheid. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen, entspannten Tag mit deinem Hund. Einen Tag voller Wohlbefinden und möglichst wenig Hitze. Und wir hören uns dann wieder nächste Woche in der nächsten Folge. Bis bald, deine Tina.